Willkommen bei Mystica. Ich glaube, ich habe noch nie ein Gespräch zum Thema Erleuchtung geführt. Kann das sein? Nein, ich liebe das Thema einfach und ich finde es immer wieder wunderbar, Personen einzuladen, die damit sehr viel Erfahrung gemacht haben, die erwacht und vielleicht schon erleuchtet sind. Und heute freue ich mich total, weil ich habe ein Pärchen hier, die in der Szene schon sehr bekannt sind, weil sie sehr vernetzend unterwegs sind und wunderbare Arbeit machen. Und das ist Ludmilla und Roland. Ich grüße euch. Ja, schön. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Wir kennen uns ja auch schon länger. Das ist richtig. Ja. Und jetzt haben wir es mal geschafft. Herzlich willkommen. Schön. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Freue mich sehr, mit euch ins Gespräch zu gehen. Und auch euch wünsche ich viel Spaß dabei. Ja. Erwachen und Erleuchtung sind zwei unterschiedliche Zustände, über die wir gleich ein bisschen näher reden. Aber zunächst mal will ich einfach sagen, ich finde eure Arbeit toll. Ich meine, du hast das Buch, ich glaube, 2009 schon herausgebracht, oder wann war das? Nein, das war 2012. 2012, ein wunderbares Buch, Erwachen. So, da habe ich Ludmilla erstmals kennengelernt durch dieses Buch. Sofort geschrieben, ah, tolle Sache, und wer bist du so, was machst du so? Und wenige Jahre später sind wir jetzt hier zusammen. Und auch du hast schon einen langen Weg hinter dir, bevor ich ein bisschen über eure Vita mit euch sprechen möchte. Ihr habt dieses Netzwerk Erleuchtung aufgebaut. Das ist ja schon faszinierend und aus meiner Sicht auch ungewöhnlich, weil da ist ja so ein bisschen auch der Versuch geglückt, viele spirituelle Lehrer immer mehr zu vernetzen. Wie ist denn diese Idee entstanden? Ja, wir saßen einst zusammen in unserem Meditationszentrum in Berlin und meditierten und haben festgestellt, dass wenn wir zusammen sind, ja, erstaunliche Erkenntnisse zutage kamen. Und dann haben wir gedacht, was passiert denn, wenn wir mal mehr spirituell orientierte und auch erwachte Menschen zusammenbringen? Mhm. So war die erste Idee, ne? Mhm. Ja, so kam das zustande. Die Idee, mehrere erwachte Menschen in einer Gruppe zusammenzubringen und dann sich bestimmte Themen anzuschauen, zusammen zu meditieren und einfach den Einfluss zu verstärken. Mhm. Das war so die Idee. Toll. Ja, und da ist wirklich viel passiert. Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile zweimal im Jahr einen Kongress, der im Moment, glaube ich, eher auch online nur stattfand oder sicherlich wieder in echt bald stattfinden wird. Ja. Was ist da so eure Erfahrung? Also, was mich interessieren würde, ihr habt jetzt viele auch spirituelle Lehrer erlebt und sicher viele Unterschiede und vielleicht auch Gemeinsamkeiten festgestellt. Was war aus eurer Sicht so die größte überraschende Erkenntnis? Gibt es da etwas, wo ihr gemerkt habt, oh, wir müssen unsere Sichtweise noch mal revidieren? Überraschend war zunächst, dass es doch sehr viele verschiedene Aussagen gab, verschiedene ja, Standpunkte scheinbar. So. Das war natürlich nur scheinbar so, weil in der Tiefe natürlich doch wieder alle von dem einen und aus dem einen sprachen. Aber die verschiedenen Ausdrucksformen waren sehr unterschiedlich. Mhm. Und ja, zu Beginn unserer Kongresse war das so, dass da auch so wie so Meinungsverschiedenheiten auftraten und so Gerangel entstand. Das war uns aufgefallen. Das fanden wir überraschend. Und dann haben wir gedacht, ja Mensch, da wollen wir uns doch mal mehr mit beschäftigen, dass wir mal gucken, ob das nicht auch zusammengeht. Also, oder ob man, wie man zusammenkommt oder ja, wie man das so auch als aufklärerische Veranstaltung hinbekommt. Dass das Thema mehr in die Gesellschaft natürlich kommt und Aufklärung darüber stattfindet. Wieso gibt es diese verschiedenen Aussagen und Standpunkte? Weil die sind ja schon alle aus der Wahrheit, aber haben einen anderen Fokus oder einen anderen, weiß ich nicht, wir sagen immer, jeder Rishi sieht einen anderen Teil der Wirklichkeit. Der ist ja nicht falsch, aber er ist aus einer anderen Perspektive vielleicht dann in dem Moment gesprochen. Und das fanden wir interessant. Ja, wir haben dann angefangen, tiefer zu bohren. Wir haben angefangen, Interviews zu machen. Wir wussten, wo im Grunde genommen jeder steht, wo die gemeinsame Verbindung
durch das Erwachtsein da ist. Und manchmal mussten wir ein bisschen graben. Mhm. Weil ja viele, jeder Lehrer hat ja so seine eigene Aktivität, ist, ja, hat so seinen eigenen Auftritt auch in der Gesellschaft, hat seinen eigenen Einfluss. Und es ist uns im Grunde bei jedem Lehrer geglückt, das auch im Interview, im Gespräch zurückzuführen auf das, was wirklich ist, mhm, auf das schön. Wesentliche. Ja. Und das ist dieser verbindende Faktor gewesen, dieses mhm. verbindende Element. Und wir bringen da immer dieses Beispiel eines bunten Blumenstraußes, wo ja unten die Stängel so angefasst werden, da ist die Einheit. Und oben, wenn man den bunten Blumenstrauß ansieht, ist jede Blüte anders. Mhm. Da kann auch eine mal auf der Seite ganz dornig und stachelig sein und hier ist eine wunderbare, duftende Blüte und die versteht sich mit der gar nicht. Mhm. Also auf der Ebene der Erscheinungsform konnten durchaus auch mal Rangeleien entstehen und Meinungsverschiedenheiten. Aber sobald wir in die Tiefe gegangen sind, haben wir gesehen, Stille ist das verbindende Element. Mhm. Und das ist bei jedem vorhanden. Ja. Und das ist so die tragende Basis unseres Netzwerkerleuchtung. Mhm. Ja, erinnert mich auch so ein Zitat von Helena Blavatsky, die ja um 1900 herum unglaublich viel getan hat für die Verbindung und Verbreitung spirituellen Wissens. Die hat mal gesagt, ich tue eigentlich nichts anderes, als einen Strauß von Blumen zusammenzubinden. Ja. Ja, schön. Und okay, ihr macht diese Arbeit jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Erwachte. Aber da, ich bin natürlich auch in einer Blase und freue mich immer, so vielen Menschen zu begegnen, die sagen, ich kenne die auch die Erfahrung. Aber ist es aus eurer Sicht tatsächlich so, dass vielleicht in den letzten 10 Jahren sich da viel getan hat? Sind es immer mehr Menschen, die erwachen oder sogar Erleuchtung finden? Also die Berührung mit dem Thema findet in der Gesellschaft viel mehr statt, haben wir festgestellt. Und es ist heute viel einfacher, über Erwachen und Erleuchtung zu sprechen, als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Ja. Und dadurch trauen sich auch einfach viel mehr Menschen hervor und sagen, ja, das kenne ich auch. Diese Erfahrung habe ich auch gehabt. Bei ganz profanen Dingen, im Urlaub, beim Entspannen oder beim Autofahren, beim Abwaschen, egal. So ganz einfache Erfahrungen, die wirklich Tiefgang haben. Mm. Und das ist, hat zugenommen. Also dieses sich öffnen dafür und das auch zu kommunizieren. Mm. Und das ist natürlich sehr wichtig. Das ist genau das, was wir uns auch wünschen und wollen. Aber wahrscheinlich ist auch ein Gedanke, der manchmal auch vermutet wird in der spirituellen Szene, dass irgendwann wir alle erwacht und erleuchtet sind, ist wahrscheinlich auch unrealistisch oder schon realistisch? Oder wie kann man das verstehen? Es ist schon, denke ich mal, dass das nicht unbedingt unrealistisch ist. Mhm. Im Moment sieht es nicht so aus vielleicht, weil sehr viel los zu sein scheint. Mhm. Sehr viel Chaos zu sein scheint. Ja. Aber wir gehen auch von einem evolutionären Prozess dann doch letztendlich aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das mehr in die Richtung zunehmend geht, dass Menschen erwachen und Erwachenserfahrungen machen und dann bis hin zur Befreiung, zur Erleuchtung eben auch sich durcharbeiten, in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Also wahrscheinlich, ich glaube auch, die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich glaube auch an eine globale Evolution des Menschheitsgeistes. Mhm. Trotzdem hat jeder sein Tempo und seine Themen und für jeden steht was anderes an im Leben wahrscheinlich. Mhm. Aber was ihr einfach so schön vermittelt, ist, dass es etwas völlig Natürliches und Normales ist, zu erwachen. Und wenn es dann ansteht, kann man es gar nicht verhindern, oder? Ja. Genau. Schön. Ja, jetzt möchte ich gern mal ein bisschen über euch persönlich was erfahren. Ich fange mal bei dir an, liebe Ludmilla. Ich kenne dein Buch, es ist wunderbar. Du hast ja nicht eine große spirituelle Praxis schon früh begonnen, sondern es ist anders passiert. Magst du mal so ein bisschen erzählen? Ja, es ist, wie man das sieht, ne? Also ich bin in keiner traditionellen Methode oder Erleuchtungstradition gewesen. Das bin ich nicht. Ich muss allerdings sagen, dass mein Weg schon von klein an immer Erforschung war. Immer Selbsterforschung, immer Welterforschung. Und ich, es gab nichts anderes, was mich letztendlich interessierte. Also ohne zu wissen, dass ich für die Erleuchtung gehe, bin ich diesen Weg gegangen. Sehr mit mir selbst, ab und zu inspiriert durch Literatur, wie Krishnamurti zum Beispiel oder auch Rudolf Steiner, Josef Beuys, weil ich so auch die künstlerische Ecke bin. Stimmt, du bist ja auch Künstlerin. Ja, genau. Ja. Und so habe ich aber sehr, ich muss schon sagen, begierig geforscht. Mhm.
was hat das hier mit der Welt auf sich? Mhm. Und ich habe immer gespürt, für mich gab es immer zwei Welten, die irdische und die übersinnliche. Und ich habe immer gedacht, Mensch, die übersinnliche, das ist die reale, habe ich immer so gedacht. Da will ich hin. Da will ich hin, da steckt die Wahrheit, da steckt das Geheimnis. Und ich wusste auch, irgendwas gibt es zusammenzuführen. Mhm. Und ja, das geschah dann im Grunde genommen mit diesem Erwachen, was sehr plötzlich geschah, nämlich in einem Satsang, in dem ich dann war. Da haben sich tatsächlich diese beiden Welten zusammengefügt in eine. Also durch die Erkenntnis des wahren Selbstes, durch die Kenntnis des ungetrennten Seins und dass eben die Erscheinung hier eine Illusion ist, hat sich das aufgelöst. Gott, kann ich jetzt so sagen, Gott rieselte hinein in die Welt und es, im Grunde genommen gibt es nur das. Es gibt nur dieses eine. Das war dann letztendlich so, und ich habe natürlich ja den Frieden dadurch in mir auch gefunden. Also schön. Es ist, also für mich war das eine sehr mystische Erfahrung, muss ich sagen, dieses Erwachenserlebnis. Das war wie gefühlt für mich, erlebt für mich wie ein Blitz, der einschlug. Es hat sich so angefühlt, als würden sich die Hirnhälfte, die linke Hirnhälfte einmal um 180 Grad herumdrehen und dann ein Blitzeinschlag von hier bis hier. Und dann war die Erkenntnis da und ein großes Lachen von mir, eine große Anstrengung fiel ab, weil ich sah, das ist doch alles gar nicht. Warum habe ich das nicht eher gesehen? Es ist doch offensichtlich. Dann habe ich die Transparenz erkannt des Selbst. Mhm. Ich habe gesehen, das ist doch immer da. Das war auch schon immer da. Ne? Wieso hast du das nicht vorher gesehen? Mhm. Es ist doch eigentlich offensichtlich. Das gibt es doch gar nicht. Man rennt dran vorbei. Ein Millimeter rennt man nur dran vorbei. Alle, wir sind alle nur einen Millimeter breit entfernt. Mhm. Und naja, für mich war das natürlich sehr mystisch und unerklärlich auch, wie das sein kann. Und ja, jetzt ist für mich im Grunde genommen eher die Frage, wie das zustande kommt. Mhm. Das ist im Grunde genommen die Mystik, wie das geht, dass wir die Erscheinung und hier... Dieser Körper und so, ne? Ja, dass wir das so hinkriegen, das so real erscheinen zu lassen, wo es doch nicht wirklich existiert, als das, was wir denken. Ja. Und trotzdem wäre jetzt der falsche Weg, das dann auch abzulehnen und als nichtig zu betrachten. Darüber sprechen wir im zweiten Teil ausführlicher. Genau. Ja, und danach, wenn ich es richtig verstanden habe, war aber trotzdem noch eine lange Phase des Wiederzusammenführens all dieser Teile, die halt das den Menschen ausmachen. Das heißt, du hast dann erst erkannt, alte Traumata und Dinge, die alle nochmal angesehen und verarbeitet werden wollten. Das heißt, mit diesem ersten Erwachen war es ja noch nicht quasi vollendet. Nein, also ich wollte das auch verstehen tatsächlich. Mhm. Ich hatte den Impuls, das verstehen zu wollen und habe gesehen, dass die ganzen mentalen Strukturen, die Glaubenssätze und so weiter, die waren relativ schnell durch. Mhm. Die haben sich ziemlich schnell in nichts aufgelöst. Und dann fing es aber an mit den emotionalen Themen. Und da startete für mich die dunkle Nacht der Seele. Mhm. Die dauerte bei mir so zwischen 1,5 und 3 Jahren. Magst du das mal beschreiben, was das bedeutet? Ja. Wird oft zitiert, hat man oft ja, genau. Schon gehört. Es ist ja geprägt von Johannes vom Kreuz, das ist ja ein Begriff. Und für mich ist es ein Läuterungsprozess nach dem Erwachen, wo es tatsächlich ums Ganze geht. Wo wirklich bis auf den tiefsten Grund dir die Unwissenheit letztendlich genommen wird. Also du musst dich erkennen als die Vollständigkeit, die du bist, die du immer schon warst, die jeder ist. Und das muss jeder Teil in dir wirklich auch erkennen und so leben. Also verlebendigen. Diese Erkenntnis des Erwachens musste verlebendigt werden in diesem auch emotionalen Bereich und natürlich dann auch den Körper. Mhm. Aber die dunkle Seele, für mich ist das dieser Läuterungsprozess des emotionalen Bereiches, wo die
Urwertlosigkeit, die Ureinsamkeit, die ja, Urverlassenheit, Gottverlassenheit, wo dieses alles drinsteckt und in Frieden in dir gebracht wird und du letztendlich auch daraus erwachst und siehst, das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Und was ich festgestellt habe, was wir noch mitnehmen, sind kollektive Themen, die bereinigt werden, also ganz die tiefsten Abgründe des Menschseins sozusagen. Jetzt eher aus der Familie und Stammbaum her gesehen oder würdest du sagen eher genetisch oder eher wirklich spirituell, geistig, kollektiv oder kann man das überhaupt unterscheiden? Ich denke mal, dass das tatsächlich auch individuell verschieden ist bei Menschen. Mhm. Ich für mich konnte sagen, dass ich hauptsächlich kollektiv das empfunden habe. Und natürlich die ganzen anderen Felder, Familiensysteme kommen natürlich mit rein. Das ist natürlich auch da drin. Ne? Aber ich für mich konnte feststellen, dass das hauptsächlich kollektiv war. Aber das ist individuell, denke ich mal, sehr verschieden. Mhm. Ja, spannend. Da sprechen wir nachher nochmal genauer über diese Stufen. Das ist eine wichtige Erinnerung. Jeder Mensch kommt aus einer völlig anderen Ecke, hat völlig andere Themen. Ja. Keine Geschichte ist gleich wie die andere. Und es ist aber scheinbar unabdingbar, sich dann auch den Themen zu stellen. Sonst geht das nicht in eine wirkliche Befreiung, oder? Und ich habe auch erfahren, also ich selbst hatte keine Kontrolle über diese dunkle Nacht. Ich konnte im Grunde genommen mich nur hingeben. Und wenn ich das nicht tat, was manchmal vorkam, weil ich immer noch dachte, oh, das muss ich im Außen irgendwie doch, muss ich das hinkriegen. Ne? Ich habe immer wieder nach außen gegriffen und immer wieder ins Leere gegriffen. Und bin immer wieder auf mich zurückgefallen mit einem noch größeren Schmerz. Je mehr ich versuchte, im Außen das zu lösen, desto schmerzvoller wurde das. Und irgendwann habe ich dann natürlich aufgegeben und bin einfach sitzen geblieben in Hingabe. Und das war im Grunde genommen dann der leichteste Weg, da durchzugehen. Mhm. Aber das musste natürlich erstmal realisiert werden. Mhm. Ist halt auch ein Prozess des Erkennens. Ne? Vielleicht letzte Frage dazu. Hattest du da einen Lehrer, einen Begleiter oder fühltest du dich selbst geführt durch den Prozess, durch das Leben? Ich hatte keinen Begleiter. Ich hatte aber durch das Erwachen die innerste Gewissheit, dass alles gut ist. Mhm. Es gab einen tiefsten Punkt in der dunklen Nacht, wo Gottverlassenheit gespürt wurde, wo ich einmal Zweifel kurz hatte. Mhm. Zweifel. Das war der tiefste Punkt. Mhm. Und dann ging es aber auch wieder. Okay. Und ja, und es war letztendlich durch das Erwachen, diese Gewissheit, dieses Wissen um die Wahrheit. Ne? Mhm. Schön, ja. Ja, es gibt ein Zitat von euch, das finde ich super, also wo du auch erzählt hast, man versucht vielleicht das noch erstmal anders zu lösen, durch Nachdenken und so. Und Zitat heißt, das Suchen nach Erkenntnis verhindert das Fühlen. Ja. Also ins Fühlen kommend. Vielen Dank. Mhm. Ja, Roland, wenn ich es richtig verstanden habe, du bist einen traditionellen spirituellen Weg gegangen und schon sehr lange. Erzähl doch mal, wie ist das bei dir? Wie hat es angefangen und wohin führte es? Das hat mit 12 Jahren angefangen. Meine Mutter fing mit einem Yogakurs an. Mhm. Es reiste damals ein Yogi, ein Indischer, durch die Welt, der hieß Yogi Rajpal Moti. Und der tauchte dann in Lübeck im Kolosseum auf. Und meine Mutter ging dann natürlich hin und nahm mich mit. Und der führte neben seinen Vorträgen, die ich natürlich nicht verstand, führte er einige Übungen vor. Und die waren so faszinierend für mich als Kind mit 12 Jahren, wo dieses magische Bewusstsein noch ausgebildet ist, dass ich fortan total fasziniert war von Meditation, von Yoga. Und mich damit beschäftigt habe. Und mit 15 habe ich dann die transzendentale Meditation gelernt. Die war damals halt sehr bekannt und auch bei uns im Dorf ansässig. Und das habe ich dann sehr regelmäßig gemacht. Das ging bestimmt 20 Jahre lang, wo ich sehr intensiv das gemacht habe. Und dort habe ich tatsächlich auch meine ersten, man könnte sagen, Auferhandserfahrungen gemacht. Wo diese Tiefe entsteht, wo diese Stille entsteht, wo diese Abwesenheit von Ich-Gefühlen und von Raumzeit und so weiter ist, da ist und wo Unendlichkeit erfahren wird. Und ich habe in den 20 Jahren auch natürlich versucht, das zu verstehen, weil ich war ja ein junger Mann, der Abitur gemacht hat, studiert hat
Und mir ging es immer darum, diese Dinge irgendwie einordnen zu können in den westlichen Kontext und diesen Bruch, der zwischen den Kulturen ja doch da ist, zu schließen. Ich wollte das irgendwie ins Leben hineinbekommen. Und das hat die ersten 20 Jahre nicht so wirklich geklappt. Also ich habe immer entweder oder gehabt. Mhm. Entweder war ich in der Meditationsgruppe und alles war schön, oder ich war halt im normalen Leben, ja. Und ich habe gemerkt, ja, da zählen halt andere Werte. Da geht es ja um Termine, da geht es um Stress, da ist auch Druck und Überforderung, all diese Dinge. Und das ist in den ersten 20 Jahren nicht wirklich zusammengekommen. Erst nach 20 Jahren war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, du machst da irgendwas falsch. Mhm. Es muss irgendwie anders gehen. Es kann nicht nur so eine Meditationswelt da sein oder eine Workaholic-Welt. Ich hatte dann auch Karriere gemacht und da auch viel Stress. Ja, und da kam tatsächlich bei mir dann auch ähnlich wie bei Ludmilla so ein Durchbruch. Es brach etwas in den Alltag hinein, wodurch mir klar wurde, ich muss ins Fühlen kommen. Mhm. Was du gerade zitiert hast, diese Suche behindert auch das Fühlen. Mhm. Und es war auch die Zeit in den 90er Jahren damals, wo initiiert durchaus sehr stark durch Osho, Menschen ins Fühlen hineingebracht wurden. Mhm. Und ich mich natürlich auch sehr viel damit beschäftigt habe und gesehen habe, okay, da scheint ein Lichtblick zu sein, da scheint ein Weg zu sein. Es klappte aber nicht sofort, weil sich in mir Türen und Tore öffneten, die vorher verschlossen waren. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich das zulasse, mich dem hingebe, dann kommt irgendwas hoch, was ich nicht wirklich im Griff habe. Und das hat mir Angst gemacht. Mhm. Zum Glück habe ich damals gute Freunde gehabt und auch ein Netzwerk von Menschen natürlich, weil ich ja in der Szene war, wo wir uns dann getraut haben, wie Forscher daran zu gehen und zu sagen, okay, wir machen das einfach mal. Mhm. Wir öffnen das einfach mal komplett und gucken, was passiert. Und wenn ich kurz dazwischen, Herr Hake, als du noch Junge warst, da hast du mit deiner Mutter viel über diese Themen auch sprechen können? War sie vielleicht sogar die erste Bezugsperson zu diesen Themen? Sie war auf jeden Fall vollkommen offen dafür, war aber natürlich in der Zeit damals, das war Anfang der 70er, noch nicht, da gab es noch nicht so eine große Szene oder so. Mhm. Sie machte das für sich, um besser schlafen zu können, um sich auszuruhen, sich zu entspannen. Das war sehr pragmatisch, wie sie daran ging. Und ansonsten war aber ein offenes Gesprächsklima da natürlich. Okay, aber super. Das heißt, du hattest Freunde, ihr könntet euch austauschen. Und dann. Wir haben sogar in der Schule in der großen Pause drin bleiben dürfen und haben auf den Tischen gesessen, im Lotussitz und haben meditiert. Wow, wie cool. Die anderen mussten raus, wir durften meditieren. Ja. Also auch die Schulleitung war das da. Das wurde sogar. Ja, es war so die Zeit, dass es irgendwie modern wurde. Stimmt, ja. Okay. So, dann warst du 20 Jahre auf dem Weg, vieles ist passiert. Genau, dann kam diese dunkle Nacht der Seele bei mir, die bei mir sehr lange gedauert hat. Ich habe 16 Jahre insgesamt gebraucht. Das hing damit zusammen, dass wir die Tore ganz geöffnet hatten. Ja. Ich da halt hineingestürzt bin und auch zwei, dreimal, wie Ludmilla das auch angedeutet hat, so unsicher wurde und gedacht habe, ist das wirklich der richtige Weg? Mhm. Aber auch bei mir war die tiefe Erfahrung der Transzendenz und die tiefe Erfahrung der Stille das tragende Element, dass ich wusste, es ist der richtige Weg. Ich wusste nicht, wie es da durchgeht, weil es fand sich in der Literatur dazu nichts. Klar, es gab Tiefenpsychologen, die sagten, du musst deine Traumata bearbeiten und solche Dinge. Aber auch die warnten immer so etwas, mach das nicht zu viel. Ja, ja, ja. Arbeite nur an dem, was dich im Alltag stört und dann ist aber auch gut, dann komm mal wieder ins Leben zurück. Gut, all dieses Wissen war da, wir haben es überprüft, wir haben es an uns selbst ausprobiert, wie es geht. Und dann haben wir gesehen, es gibt tatsächlich Methoden und Techniken, die haben wir dann auch entwickelt, wirklich so in Heimarbeit. Und es gibt Methoden und Techniken, um wirklich, wirklich durch diesen Sumpf durchzukommen. Mhm. Am Anfang war es so, dass man das wie so ein Urwald vor sich gesehen hat, wo man selbst nur so eine kleine Machete der Erkenntnis zur Verfügung hat und sich da durchschlagen muss. Und hat gedacht, das dauert 100 Jahre, da werden wir in diesem Leben nicht durchkommen. Und dann kam so ein Moment der Hingabe, dass wir gesagt haben, okay, dann werden wir nicht durchkommen in diesem Leben. Dann werden wir im nächsten Leben da durchkommen oder im übernächsten. Aber der Weg ist es, wir müssen da durch. Mhm. Und das hat mich und uns damals auch nicht verlassen, bis dann nach 16 Jahren tatsächlich eines Morgens ich aufwachte und merkte, ich greife ins Leere. Meine Gewohnheit war, immer in die Fülle zu greifen, in die Fülle der Knoten. Wir haben das Knoten genannt, diese Traumata. Mhm. Egal ob körperlich oder emotional oder durchaus auch mental, dass man Knoten hat im mentalen Raum. Ich habe ins Leere gegriffen.
Und das war natürlich für mich nach 16 Jahren extrem ungewohnt. Und dann habe ich mich dem hingegeben. Mhm. Und dann hatte ich das Gefühl, alles, alles fällt ab. Ich stand vorm Spiegel und habe gedacht, wow, so muss ich Erleuchtung anfühlen. Mhm. Ne, weil ich hätte Angst kriegen müssen vor dem, was ich da gerade erfahre. Aber ich wusste, das ist es. Der Weg ist der richtige Weg. Egal, wie es jetzt mhm. weitergeht, was mhm. danach kommt, das ist ja alles offen. Mhm. Aber so muss das sein. Das war 2010. Mhm. Und danach haben wir uns dann kennengelernt. Wir haben uns, Ludmilla und ich, erst nach dem Erwachen okay. kennengelernt und auch erst kennenlernen können, mhm. weil wir so unterschiedliche Wege mhm. gegangen sind, dass wir auch privat niemals zusammengetroffen wären. Okay. Und mhm. über einen Artikel in der Zeitschrift Sein, den Ludmilla verfasst hatte, den mhm. ich gelesen habe, habe ich gesehen, ein Mensch, der sowas schreiben kann, der muss dieselbe Erfahrung gemacht haben. Mhm. Dann habe ich sie angeschrieben und sind wir zusammengekommen. Ist das schnell passiert? Oder? Ja, haben wir uns getroffen im Buddha-Haus mhm. in Berlin und sofort gesehen, das ist unsere zukünftige wow. gemeinsame, ja. ne, wie auch immer das aussehen ja. soll, aber unsere gemeinsame Sache. Mhm. Und so hat sich das entwickelt, schön. Unsere ganze Arbeit, die wir jetzt machen. Mhm. Vielen Dank, Herr. Und hattet ihr dann auch schon sehr schnell das Gefühl, wir werden auch zusammenarbeiten wollen und was bewirken wollen? Oder ist es erst im Laufe der Zeit entstanden? Ja, unser gemeinsamer Punkt ist Erwachen und Erleuchtung. Mhm. Wir haben sonst im Grunde nicht so viele Gemeinsamkeiten. Ja, das ist tatsächlich ja. so. Also ja, wir ja. sind grundverschieden. Mhm. Also wir haben das auch mit Erstaunen festgestellt, dass wir im Grunde genommen polar mhm. zueinander stehen. Also völlig. Und haben das auch im Grunde genommen als Aufgabe gesehen, auch als kollektive Aufgabe, ja. Polaritäten zusammenzubringen. Ja. Mhm. So. Und deshalb, also wir sind grundverschieden und unser gemeinsamer Punkt ist dieses Thema. Und von daher war eigentlich relativ schnell deutlich, dass wir da gemeinsam arbeiten, mhm. zusammen und das auch in die Welt bringen und ja, verschiedene Möglichkeiten uns überlegen, wie kriegen wir Menschen, die das interessiert, erreicht, damit die auch vielleicht eine Möglichkeit kriegen, da mit ins Feld reinzukommen und ja, Informationen zu kriegen, wenn sie das wünschen. Ne? Die gemeinsame Arbeit, der Antrieb entstand aus dieser Polarität, weil wir sehr schnell feststellten, dass wir die Dinge ganz unterschiedlich angehen, ganz unterschiedlich beurteilen. Ja. Weil wir von völlig verschiedenen Richtungen kamen. Wenn wir uns irgendein Thema vorknöpften, wo wir dann drüber forschten oder drüber sprachen, sagte Ludmilla, ganz sicher, das ist so und so und so und das muss so und so gemacht werden. Und ich, nein, das ist genau umgekehrt, wir müssen das so und so und so machen. Und das ist natürlich eine Energie, die, ja. die ganz viel Power hat. Ja. Weil wir beide recht hatten, das haben wir gemerkt. Im erwachten Zustand merkst du das. Ja, das ist der Punkt. Aber dass es so verschiedene Wege geben kann. Und so ist dann auch die Idee entstanden, andere erwachte Menschen mal zu befragen und mit denen in Kontakt zu treten. Aus welchen Richtungen kommen die? Was gibt es ja noch für Möglichkeiten? Und ja, und so ist das halt direkt auch ins Leben hinein manifestiert. Weil, ja, und das ist natürlich hochspannend, ja, ja, weil in der Tat das Einzige, was sich nicht verändert, ist die Wahrheit selbst, die man mit Worten ja. gar nicht beschreiben kann. Ja. Und die Wege und Blickrichtungen sind immer andere. Ja. Und das ist natürlich auch, ich glaube, das passt genau in unsere Zeit, jetzt ja. zu erforschen, was sind die Wahrheiten des jeweils anderen mhm. und aus welcher Ecke blickt er auf dieselbe Wahrheit und da sozusagen jetzt Verbindungen herzustellen. Das ist für mich auch deswegen so wertvoll, eure Arbeit. Ich mache es ja auch ein bisschen auf anderem Level, in anderer Ausrichtung, aber trotzdem, mir geht es auch immer um die Wahrheit, immer. Und ich lade nur Menschen ein, wo ich das Gefühl habe, die sprechen aus einer tiefen Wahrheit. Und das will ich dann einfach tiefer verstehen und erforschen. Und da wird es dann auch eben auch spannend herauszufinden, was sind Wege, die man jetzt einem Menschen liefern, anbieten kann, die für möglichst viele Suchende hilfreich sind. Und da habt ihr eben auch spannende Sachen entwickelt. Unter anderem, was ich so interessant finde, wirklich diese Unterscheidung, was wir schon angedeutet haben, mental, emotional und der Körper. Das würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr verstehen.
sozusagen dieses Aufarbeiten der Themen beginnt meist erstmal mental, oder? Wahrscheinlich, weil wir typisch deutsch das gar nicht anders gewohnt sind, Volk der Dichter und Denker, wir sind ja nicht Volk der Fühler. Ja. Ja, aber damit beginnt es. Und manche denken ja schon, dass sie durchs Denken, wenn sie das gelöst haben, eigentlich schon erwacht sind. Aber das ist es nicht, oder? Nein, also der mentale Raum ist natürlich unser bevorzugter Raum. Wir sind das Volk der Dichter und Denker. Und wir sagen ja auch immer, ich lebe im Kopf. Ich bin ein Kopfmensch. Das ist ja auch ein Lob, wenn man sagt, ich bin ein Kopfmensch und ich will alles verstehen. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, zeigt uns sehr schnell, dass wir in den Gefühlsraum rein müssen und dass dieser Gefühlsraum mindestens genauso groß ist wie der mentale Raum. Der mentale Raum ist ja im Grunde unendlich. Er bietet ja auch unendlich Möglichkeiten. Insofern ist klar, wenn dort Erwachen geschieht, da ist erstmal das Weltbild erschüttert. Da bleibt man erstmal sitzen und denkt, wow, also was soll jetzt noch kommen? Und dann haben wir gesehen, okay, der Gefühlsraum ist im Grunde genommen auch unendlich, sodass wir angefangen haben, den Gefühlsraum zu erforschen. Und als der durch war, meldete sich der Körper und sagte, ich bin auch noch da. Ludmilla klopfte gerade so auf den Tisch, ich bin auch noch da. Also haben wir den Körperraum angefangen zu erforschen. Und was als Ergebnis dabei herauskam, war, dass der mentale Raum gestützt und durchdrungen und getragen ist von dem, was wir reines Bewusstsein nennen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, ist aber doch eine sehr konkrete Erfahrung, weil es die Urschöpfungsenergie ist. Es steht hinter aller Schöpfung ein Geist. Die Schöpfung ist nicht durch Zufall vom Himmel gefallen, sondern, auch wenn man kein religiöser Mensch ist, es ist ein Geist dahinter, eine Absicht, eine Idee, egal wie man es philosophisch nennt. Und dieselbe Kraft haben wir im Gefühlsraum gefunden. Gefühle sind nicht einfach nur überbordernde, im positiven wie im negativen Sinne, Energien, die durch uns durchgehen und uns bewusst werden, sondern dahinter steht eine Absicht, ein Geist. Und dasselbe haben wir im Körper gefunden. Der Körper selbst ist von einer so unfassbar großen Intelligenz gesteuert. Da steckt so eine Absicht dahinter, dass wir uns natürlich gefragt haben, okay, wenn wir die drei zusammenbringen, was passiert denn, was kommt? Und wir haben gesehen, es will zum Erwachen und zur Erleuchtung. Es ist die Kraft der Evolution selbst. Es ist die Liebe Gottes, wenn man jetzt religiös das sieht, die uns erwecken und erwachen will und zur Erleuchtung bringen will. Und das hat uns dann so ein rundes Gefühl gegeben, dass wir gesehen haben, okay, egal wo wir rangehen, wir kommen am selben Ziel raus. Und dadurch entsteht die Individualität bei den Menschen auch. Der eine ist halt mehr im Kopf, der andere ist von Natur aus mehr ein fühlender Mensch und im Herz. Der andere ist mehr sinnlich, körperlich veranlagt. Aber es geht immer auf dasselbe Ziel hin. Das heißt, es ist eigentlich alles eins und kommt alles aus dem Bewusstsein und ist letztlich auch Bewusstsein aus eurer Sicht wahrscheinlich. Ja. Warum ist es trotzdem so kompliziert, so schwierig? Ich meine, 16 Jahre und so, das klingt jetzt schon, wow, eine ganz schöne Wegstrecke. Warum ist diese dunkle Nacht der Seele so ausführlich und so langwierig? Naja, wahrscheinlich, weil wir so viele Muster und Themen in uns haben, die langsam gelöst werden wollen. Ja, sämtliche Unwissenheit, die wir in uns haben, die kann ja in einem Zustand von Erleuchtetsein nicht bleiben. Weil wenn die Präsenz dauerhaft da ist, dann werden unweigerlich diese Unwissenheiten irgendwann ins Licht kommen. Also das geht gar nicht anders. Und letztendlich sind es ja nur die Unwissenheiten auch, die zu einem Gefühl von getrenntem Sein führen. Ohne Unwissenheit gibt es das Gefühl von Getrenntheit gar nicht. Also, das geht der Erleuchtung im Grunde genommen, steht das dem zuwider. Du kannst keine Unwissenheit aufrechterhalten. Und Unwissenheit bedeutet noch nicht ins Bewusstsein geholte Dinge, Muster, Gedanken. Genau. Verdrängte Dinge oder vergessene Dinge. Die du noch nicht über dich weißt, die aber trotzdem als Information ja gespeichert sind. Die und sind eine ja überall. Wirkung haben. Ja, natürlich. Ja. Die haben eine Wirkung. Die haben besonders im Schöpfungsfeld eine Wirkung. Das ist ja immer das, was nicht geglaubt wird. Viele Menschen glauben ja, sie haben mit der Schöpfung nichts zu tun. Sie denken ja, sie werden in eine Welt hineingeboren, die
ohne sie existiert. Das ist ja nicht so. Die Welt existiert ja ohne dich gar nicht. Und deshalb, wir sagen immer, du bist der Schöpfer als das, was du bist, als Ganzheit. Du bist der Schöpfer. Und auch wenn du, sagen wir mal, noch nicht auf dem spirituellen Weg bist, dann bist du ja trotzdem der Schöpfer, nämlich mit deinen ganzen Informationen, die in dir, in deinem System gespeichert sind. Und das sind viele Systeme, das sind auch die Familiensysteme, die Ahnen, ne? Das ist der Körper, da ist ganz viel Information gespeichert. Und diese Informationen kreieren letztendlich deine Welt, die du dann vor deinem Auge siehst. Und letztendlich ist es ein wunderbares Geschenk, weil diese Erscheinung, die du dir erschaffst, letztendlich erschaffst du sie dir ja, um zu dir selbst zurückzukommen und dorthin zurückzukehren. Also es ist im Grunde genommen immer ein Weckruf zu dir selbst, was du da dir erschaffst. Und wir sagen immer, laden immer die Menschen ein, ja, nimm das einfach mal an, dass du sehr wohl mit der Schöpfung etwas zu tun hast. Also trenne dich nicht ab, weil es ist ja eins. Du kannst dich nicht von der Schöpfung abtrennen. Das ist gar nicht möglich. Ne? Und ja. Und also auch lehnen nicht ab, wenn du irgendwelche Dinge in dir wahrnimmst, wo du denkst, oh, das ist aber jetzt nicht erleuchtet, sondern ihr sagt so schön, ein Okay geben, immer wieder Okay geben. Ein großes Okay geben, weil das natürlich die Chance auch mit sich bringt, dass Wissen auftaucht. Weil wenn du einen Raum hast, der sich erweitert und alles darf da drin erscheinen, dann kann auch Wissen auftauchen. Intuition, intuitive Wahrheit kann auftauchen, die dann wiederum etwas in dir lösen kann auch, was vorher vielleicht immer so weggehalten wurde und nicht verstanden wurde auch. Ne? Ja, und wir betonen auch immer wieder, weil du jetzt sagtest, warum ist es so kompliziert? Erwachen kann jederzeit passieren. Es ist nicht kompliziert. Warum hat es bei mir 16 Jahre gedauert? Das ist ein guter Hinweis. Ich war halt so hartnäckig. Und du wolltest es aber auch wissen. Du ich wollte es wissen, aber ich hatte auf der anderen Seite auch einen Pol. Ich könnte mal sagen, das ist dieses Ego. Ich war wirklich extrem. Extrem. In welcher Hinsicht? Also sehr Ego, mental zum Beispiel? Ja, es war ein sehr starkes mentales Ego, was alles unter Kontrolle halten wollte. Und ich habe mir das auch gegönnt. Das soll jetzt kein negativer Hinweis auf ein Ego sein, sondern wir sagen ja auch, das Ego ist sinnvoll. Ich habe mir das Ego geleistet und wollte trotzdem Erleuchtung. Deshalb hat 16 Jahre gedauert. Wer in Hingabe lebt, wer sowieso ein Gefühlsmensch ist oder ein sehr sinnlicher Mensch ist, der kann sich da einfach hingeben und da kann das jederzeit sofort geschehen. Dieses Wissen ist heute da. Ja. Wir haben ja damals auch ein bisschen im Nebel gestochert. Das Wissen war ja noch gar nicht da, wie das eigentlich alles funktioniert. Heute kann ich sagen, wir wissen alles über die Funktionsweise der menschlichen Psyche. Wir wissen alles über die Funktionsweise des Gefühlsraums und des Körperraums. Es ist heute alles da, dieses Wissen. Heute kann ich auch, wenn ich ein Ego-Mensch bin, und das verstehen will und Schritt für Schritt nicht so schnell jetzt, also gehen will, Schritt für Schritt und nicht so schnell alles einfach aufgeben möchte, kann ich diesen Weg gehen. Und der dauert dann auch nicht 16 Jahre. Das war bei mir nur, weil wir wussten ja noch nichts. Ludmilla hat von den Unwissenheiten gesprochen. Wir haben alles ausprobiert, jedes Steinchen nicht nur einmal umgedreht, sondern 10-mal umgedreht, um das wirklich rauszukriegen, wie das alles zusammenhängt. Aber heute weiß man das. Also der Weg mag heute einfacher sein, aber trotzdem das individuelle Erleben ist individuelles Erleben. Das heißt, die eigene Seele zu erforschen, ist eine Forschung, die einem niemand abnehmen kann. Die kann einem niemand abnehmen und die darf einem auch niemand abnehmen. Das ist letztendlich... Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig, das ist die Fülle der eigenen Individualität. Denn wir haben herausgefunden... Wenn du erwacht bist, dann verlierst du nicht deine Individualität. Du verlierst zwar deine Macken, du verlierst deine Traumata, du verlierst diese Anhaftung und unbewussten Muster. Das löst sich alles im Laufe der Zeit auf. Aber es bleibt etwas sehr Geheimnisvolles übrig, was wir wieder diesen Geist nennen können. Die Individualität bleibt. Und deshalb, es bringt nichts, wenn das jemand anderes für dich macht und du dann so untergeordnet kein Individuum mehr bist. Das Schöne ist, Erleuchtung zu erfahren und trotzdem Individuum zu sein. Das ist das, was im Moment auf dem Tablett liegt in der Evolution. Das ist das, was unsere Welt auch braucht.
Schön. Das heißt, für den Suchenden sind vielleicht jetzt zwei Dinge, höre ich daraus. Erstens ist es schon total wichtig, sich treu zu bleiben und zu fühlen, was ist mein Weg? Und ich kann nur meinen Weg gehen. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber eine gute Idee natürlich, so Gespräche zu hören, so Bücher zu lesen, sich einfach mit diesem Wissen zu beschäftigen. Und das irgendwie zusammenzubringen. Und zwar vom Mentalen her, wie auch vom Gefühlsraum her, also vom Körper. Alle Räume wirklich auch zu durchwandern und zu nutzen. Die Erfahrung zeigt auch, dass so ein Erwachensmoment oftmals stabiler vorhanden ist, wenn der Mensch vorher schon auf der Erde war, also schon deutlich inkarniert ist, also so eine gewisse Ich-Stärke hatte. Das zeigt sich, dass dann die Erwachenserfahrung oftmals stabiler bleibt. Weil ansonsten musst du ja erstmal, du kannst nur transzendieren, was du kennst über dich. Ne? Du kannst nur weggeben, was du weißt. Die ganzen anderen Dinge, die du noch nicht weißt, die bleiben noch danach dann über und kommen natürlich ins Licht und melden sich auch. Und das sind dann immer die Momente, wo viele Menschen dann sagen, ja, wo die so beginnen, an sich selbst zu zweifeln und zu sagen, ja, jetzt ist mir das wieder abhanden gekommen und ich würde doch so gerne wieder dahin. Das sind diese Unwissenheiten, diese ja, Schatten oder wie man sie nennen will, ne? Die einen dann wieder rufen. Und das ist ja nichts Verkehrtes. Es ist gut, Aufmerksamkeit da schon drauf zu geben und sie im Okay-Raum sozusagen sich entfalten und lösen zu lassen, ne? Soll aber jetzt kein Glaubenssatz entstehen, denke ich, der heißt, erst wenn du eine ausgereifte Persönlichkeit bist, kannst du erleuchtet werden, das auch nicht. Ne? Nein, aber es ist miteinander verzahnt. Ja. Es lässt sich beides nicht vermeiden. Letztendlich lässt sich das Erwachen nicht auf Dauer vermeiden, aber die ausgereifte Persönlichkeit auch nicht. Beides. Beides. Und die Reihenfolge ist egal? Die Reihenfolge ist ja, es verzahnt sich ganz individuell aber auch miteinander im Leben. Ach, wie interessant. Ne? Manche sind vorher schon starke Persönlichkeiten und dann prallen sie auf, auf das Erwachen. Ne? Bei anderen baut sich das Schritt für Schritt auf. Das ist ganz individuell verschieden. Wow, interessant. Das braucht die Evolution auch. Wir sind ja keine Roboter, wo jeder gleich funktioniert. Es muss ja in der maximalen Fülle muss maximale Individualität herrschen. Das ist das Schöpfungsprinzip. Und dadurch eigentlich auch ein maximales Abenteuer der Selbsterforschung, wenn man es so aus dem Positiven heraus sieht. Ja, jeder macht ja auch seine spezifischen Erkenntnisse und wird Experte von seinem eigenen Weg, auf seinem eigenen Weg und kann auch Wissen dann ganz spezifisch weitergeben. Das ist ja auch sehr wertvoll. Da kommt ja eine ungeheure Vielfalt an Erkenntnis und Wissen zusammen, was für andere Menschen, die den Weg auch gehen, wertvoll sein kann. Ne? Ja, das haben wir auch bei unseren Kongressen gemerkt, dass die verschiedenen Lehrer, die so unterschiedlich sind, individuell sind, jeweils unterschiedliche Teilnehmergruppen ansprechen. Und dadurch auch eine viel größere Reichweite und viel schnellere Verbreitung dieses Wissens möglich ist. Weil es ist einfach absurd, dass man denkt, da ist ein Guru und der ist für die ganze Welt zuständig. Das gibt's nicht mehr. Das ist vorbei. Ja, das ist schon spannend. Dieses Feld, dass heute so viele spirituelle Lehrer sich mehr austauschen, dass mehr ein Miteinander geschieht, ist vielleicht auch neu für diese Zeit. Und auf der anderen Seite bleibt es ein individueller Weg der einzelnen Erforschung. Aber sozusagen diese beiden Dinge jetzt zu verbinden immer mehr, finde ich schon sehr spannend. Lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bisschen diese verschiedenen Stufen jetzt ansehen. Wir haben schon besprochen, Erwachen ist vielleicht der erste Schritt und Erleuchtung ist vielleicht dann irgendwann das Ergebnis, vollends ganz erleuchtet zu sein. Dazwischen gibt es verschiedene Stufen. Wir haben schon das Mentale angesprochen, da möchte ich glaube, du hast es gesagt, dich nochmal zitieren. Am Anfang meiner Beschäftigung mit diesem Thema dachte ich, dass Entspannung alleine ausreichen würde, um alle Folgen dieses Schockzustandes aufzulösen. Das dachte ich auch, kenne ich sehr gut. Ja. Aber so war es halt nicht. Ja. Das heißt, es braucht diese verschiedenen Stufen. Wir haben schon kurz angedeutet, auch in deiner Vita, lass uns das nochmal vertiefen. Ist es so, dass oft, also wir haben auch gesagt, bei jedem Menschen steht was anderes an, aber gibt es da eine gewisse Reihenfolge, dass erstmal mental sich vieles löst und dann emotional und dann körperlich? Oder kann man das so gar nicht sagen? Ja, die Menschen gehen sehr verschieden daran. Das ist so. Aber wir haben dennoch festgestellt, dass nach einer tiefen Transzendenzerfahrung doch erst
sich die mentalen Dinge lösen, weil die scheinbar leichter zu fassen sind. Die sind ja auch, das Luftige ist das, Gedanken, Glaubenssätze, solange sie nicht ganz tief emotional auch verankert sind, gehen diese Glaubenssätze leicht weg. Die sieht man einmal und dann kann man sie auch lassen. Die emotionalen Geschichten sind schon manifester. Die sind schon ein bisschen dichter in ihrer Struktur und tiefer verankert. Und die brauchen meistens mehr Zeit. Und deshalb folgen sie meistens auch nach den Glaubenssätzen. Wobei, man kann auch nicht sagen, dass das jetzt so ist, ne? Sondern das ist natürlich ein Gemisch. Ja. Aber so tendenziell kann man schon sagen, mental geht häufig schneller und leichter, dann emotional und dann natürlich der Körper. Mhm. Der kommt in unserer Erfahrung eher als letztes dran. Mhm. Wobei das, wie gesagt, immer auch springt. Ne? Je nachdem, wie das miteinander verschaltet und verankert ist. Ja, diese Reihenfolge haben wir ja zu analytischen Zwecken aufgebaut, natürlich, damit wir uns darüber unterhalten können. Ludmilla hat es angedeutet, das ist miteinander verzahnt. Das ist auch typmäßig, wenn ein Mensch ein Kopfmensch ist, wird dort sein Erwachen eher stattfinden. Wenn ein Mensch ein Herzensmensch ist, spürt er es zuerst im Herzen. Und wenn ein sinnlicher Mensch ist, geht es über den Körper. Aber es müssen immer alle drei Räume gereinigt werden, verstanden werden, die Unwissenheiten beseitigt werden. Und die erste Aufwachenserfahrung, Transzendenzerfahrung, wie du genannt hast, ist immer eine Initialzündung. Mhm. Du erfährst den freien Raum, du erfährst einfach, die Seele ist unsterblich. Das ist ein so tiefes Wissen, was du da erlangst, das geht nicht mehr weg. Mhm. Selbst wenn das ganze restliche Leben ein einziges Chaos ist, ganz tief, diese Flamme erlischt nicht mehr. Wenn die ist einmal erkannt worden und ja, es geht natürlich dann darum, dass sie wieder größer werden kann. Mhm. Und da ist jedes Leben ganz individuell. Und da bieten wir diese verschiedenen Stufen an, um einfach einen Fokus der Aufmerksamkeit darauf richten zu können. Und jedes Mal, wenn wir das tun, merken wir, wie die Flamme wieder ein bisschen größer wird. Mhm. Und wenn die Flamme größer wird, erleuchtet sie auch wieder mehr. Und man sieht auch wieder mehr, es klärt sich wieder einiges. Man kann wieder ein bisschen mehr Raum geben und so baut sich das auf. Wir haben dann noch einen anderen Unterschied und zwischen Erwachen und Erleuchtung. Und zwar haben wir festgestellt, dass oftmals mit dem ersten Erwachen erst eine Dualität entsteht, die vorher noch gar nicht wahrgenommen wurde. Ach. Und zwar nicht die Dualität zwischen Ich und Du und Ich und Objekt, sondern die Dualität zwischen relativer Welt der Erscheinung und das Absolute, was scheinbar jenseits geortet wird. Ne? Also dieses Erwachen erschafft bei Menschen, die vorher noch keine so eine Ahnung haben oder die Welt eben, die Welt der Erscheinung als ihre einzige Realität empfinden, für die beginnt mit dem Erwachen eine Dualität zwischen relativer Welt und unveränderlichem Sein, was sie dann erfahren haben. Und diese Dualität will dann im Laufe des Lebens, wenn wir uns dann hineinbegeben ins Leben und all die Prozesse auch machen, die wird dann letztendlich zusammengeführt und erkannt als eins. Hm. Es ist nicht getrennt, relativ und absolut. Es gibt nur eins. Es ist zusammen. Und das ist dann letztendlich das, was wir in unserer Terminologie Erleuchtung nennen. Hm. Advaita, also schön, nicht Zweiheit. Ne? Und wir fordern die Menschen im Grunde genommen immer auf, geh ins Leben, wenn du eine Erwachenserfahrung hattest. Geh ins Leben, stürz dich mitten rein und geh den Prozess und vereinnahme die Welt als dein Selbst. Weil es ist das eine, es ist nur eins. Ne? Überwinde sozusagen die Dualität, die du dir erschaffen hast durch deine Erfahrung, durch deine Erwachenserfahrung und führe es zusammen, da ist die Nichtzweiheit, das Eins-Sein, das eine Sein. Ne? Hm, schön.
Klingt wie so eine frohe Botschaft, ja. Das ist letztlich alles eins, ja. Im zweiten Teil schauen wir uns tatsächlich den Körper und das Leben, das Buch mit dem nochmal genauer an. Okay, du hast ja auch erzählt von deinem Weg, du hattest das auch, diese Dualität erstmal. Mhm. Auf der einen Seite, wow, diese, dieses wie so ein Tor, was sich geöffnet hat, wow, das ist also das Sein und das normale Leben war aber auch noch da. Hat das normale Leben sich immer sehr schnell zurückgemeldet und hast du daran immer mehr festgestellt, immer wenn sich das normale Leben zurückmeldet, gibt es doch was zu tun? Kann man das so sagen oder ist das auch zu... Doch, das kann, man, kann man tatsächlich so beschreiben. Ich habe mich auch immer wieder auf das normale Leben eingelassen. Mhm. Ich habe relativ selten Phasen gehabt, wo ich mich mal ganz rausgezogen habe, weil ich tiefer hinein wollte. Ich hatte so diese Idee, dass das miteinander zusammenwachsen kann, dass das sich miteinander durchdringt. Am Anfang war es aber so ein Gap, so ein Graben dazwischen. Es gab nur das eine oder das andere. Es gab nur die Glückseligkeit in der tiefen Meditation oder wenn, sobald ich rausging, kam der Alltagsstress wieder. Und ich habe das teilweise richtig auch so ein bisschen als unangenehm empfunden. Mhm, so ein innerer Ekel, dass ich so dachte, boah, was ist mit der Welt los? Die schmeckt nicht mehr. Ja, ja. Und verstehen die anderen das nicht? Es ist doch so einfach. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ne? Und dann da kommt auch so ein missionarisches Ding dazu. Und dann verstehen die einen noch weniger. Ja. Und deshalb war meine Idee, das muss doch irgendwie infiltrierbar sein, dass das zusammenpasst. Aber lange Zeit war es so, dass das wie Öl und Wasser nicht funktionierte. Das waren zwei verschiedene Flüssigkeiten, die passten nicht zusammen. Wenn man sie schüttelte, war das eine Zeit lang und dann trennte sich das wieder. Und die Forschung ging einfach dahin, wie kriege ich das hin, dass sich das nicht trennt. Und Ludmilla hat es gerade angedeutet, erst wirklich die tiefe Erfahrung und das tiefe Verstehen, dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen den beiden, dass dieser Unterschied tatsächlich von mir durch meine Prägung gemacht wird. Und hat mir diese Erkenntnis gebracht, jegliche Trennung ist eine Illusion. Das ist eine ganz außergewöhnliche Erfahrung, wenn man das macht, dass man sieht, es gibt gar kein Öl und Wasser. Es gibt nur eins, was zusammen will. Und ich durch meine Wahrnehmung trenne das ständig. Ich trenne das durch dieses Gefühl. Oh, das ist ekelig. Das ist stressig. Das tut mir jetzt weh. Dadurch trenne ich das. Wenn ich es schaffe, gefühlsmäßig mich dem hinzugeben und mal einfach diesen Ekel zu fokussieren, dann sehe ich, oh, das ist was ganz anderes. Das ist eine Botschaft da drin. Das ist wie so ein Enzym. Das ist ein Katalysator. Das ist ein Beschleuniger, der im Grunde wieder da scheinbar das trennt, aber im Grunde will er es zusammenführen. Und ich habe nur noch nicht verstanden, wie das geht. Ich gehe damit falsch um. Und deshalb arbeiten wir sehr viel mit der gefühlsmäßigen Ebene, weil wir gesehen haben, der Geist muss durch das Gefühl, um mit dem Körper zu kommunizieren, umgekehrt, aber auch der Körper muss durch den Gefühlsraum, um mit dem Geist zu kommunizieren. Ja. Das ist der Dolmetscher. Mhm, wir haben gesehen, die Gefühle sind der Dolmetscher. Und wenn man jetzt falsch umgeht mit seinen Gefühlen und sich zu sehr verwirrt selber in erinnerten Gefühlen aus der Vergangenheit, wo einen was triggert, oder in Stimmung, also so auf die Zukunft gerichtete Gefühle, dann bin ich nicht im Hier und Jetzt. Eckhart Tolle spricht da viel von. Von dem reinen, echten, wahren Gefühl. Das Gefühl verbindet die äußere Welt und die innere Welt miteinander. Die anderen Gefühle, die vom Ego erzeugt werden, die Stimmung und auch diese aus der Vergangenheit, wo noch was aufgearbeitet werden muss, die trennen die Dinge und verfestigen die Illusion. Deshalb betonen wir immer wieder hin zu den echten Gefühlen. Dazu gehört Liebe, Freude, glücklich sein, Ausgeglichenheit, aber durchaus auch Angst, Schmerz, Trauer, ganz wichtig. Und wenn die rein da sein dürfen, mit einem großen Okay, du hast das Okay angesprochen. Echte Gefühle meinst du jetzt ohne mentalen Hintergrund, sondern nur das Gefühl selbst? Oder was nur das Gefühl Welt, nur das Gefühl selbst, das reine Gefühl im Hier und Jetzt. Wenn wir das nicht immer abwehren oder andere nur bevorzugen, ich will nur gute Gefühle haben und die schlechten, da will ich nichts mit zu tun haben, sondern wenn die auch einfach da sein dürfen, dann sehen wir auf einmal, dass sich die beiden Welten zusammenbringen. Und da wird es eins. Und das ist eine unfassbare Erfahrung. Ludmilla hat das so in drei Sätzen jetzt mal so dargestellt. Das ist die Ganzheit, das ist eins. Das ist eine unfassbare Erfahrung zu sehen. Das will komplett zusammengehen. Das will eins sein. Und ich trenne das immer nur durch meine Stimmungslagen, in die ich mich jeden Tag wieder bringe. Ich wache morgens auf und versuche, in irgendeine Stimmung reinzukommen. Fröhlich pfeifen, was esse, Stimmung, ach, und dann mache ich dies, dann mache ich. Und ich merke gar nicht, wie ich mich entferne von dem
was wirklich echt da ist. Gefühl, was ist eigentlich da? Ich stehe auf, ich bin ein bisschen matschig, ich stehe auf. So richtig Lust habe ich jetzt, die Zähne zu putzen. Ich stehe auf, auch wenn ich an die Arbeit denke, oh, der ganze Stress, der auf mich zukommt. Weißt du, dass dieser Raum einfach offen sein darf und die Zeit bekommt, mal kurz, die er braucht. Da merkt man, wie man in die Tiefe geht und da merkt man, wie beide Welten zusammenfließen. Und deshalb ist es wichtig, diese Aufwachenserfahrung zu haben, weil es muss ja irgendeine zweite Welt da sein, die mit der ersten zusammenfließt. Ja, finde ich auch ermutigt, überhaupt diesen Weg zu gehen. Ja, es muss ja was da sein, was zusammenfließen kann. Wenn ich jetzt nur oberflächlich lebe, das gibt es ja in unserer Kultur ständig, das ist ja, ist der Standard. Ne? In der Tat. Die Transzendenz hat nichts in unserem Leben zu suchen, also da guckt keiner hin. Aber wenn man diese Aufwachenserfahrung mal gemacht hat, dann hat man damit eine Möglichkeit, das zusammenfließen zu lassen. Und das geht über diesen Gefühlsraum, weil die Gefühle sind der Dolmetscher, die reinen, die echten Gefühle. Da muss der Fokus drauf. Das ist so unsere Technik, mit der wir arbeiten und fantastische Erfolge damit erzielen. Du brauchst keine 16 Jahre mehr, du brauchst nur die Anweisung, wie gehe ich mit meinem Geist, mit meinen Gefühlen, mit meinem Körper um. Und dann geht das in einer rasenden Geschwindigkeit, flop, 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 und wächst zusammen. Und dann gehen diese Stufen vom Aufwachen zum Erwachen, zur Erleuchtung wirklich schnell. Das ist das, was wir anbieten, kann man sagen, als Intensivkurs, als Training, als Arbeit, die wir machen mit unseren Teilnehmern. Vielleicht zu deiner Anmerkung, dass du es geschafft hast, in wenigen Worten das zu beschreiben. Ja. Das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst. Also das könnt ihr beide super. Wie gesagt, ich kann diese Bücher wirklich wunderbar empfehlen. Aber lass uns gerne diese emotionale Arbeit noch mal ein bisschen tiefer betrachten. Was hilft jetzt dem Suchenden, der so zuhört und merkt, oh, ich stehe jetzt auch gerade an der Stelle und merke, ich muss mich mehr den Gefühlen öffnen, mehr diese Gefühlsarbeit machen. Was hilft dabei? Was gibt es da für Möglichkeiten? Naja, erstmal muss es ja überhaupt gespürt werden, das Gefühl. Ne? Also das ist im Grunde genommen der absolute Anfang, dass man sich erinnert, dass es um das Spüren geht. Dass man wirklich, es geht um das Merken. Meinem Zustand muss ich mich öffnen und muss merken können, wie es mir geht. Ne? Also was ist da eigentlich los gerade? Also das ist so wohl das Erste, wo man mit beginnen sollte, dass man wirklich sich angewöhnt, vielleicht auch den Tag zu verlangsamen, sich selbst überhaupt mal zu verlangsamen, um zu spüren, was ist denn eigentlich los? Was ist in meinem Körperraum los? Was ist in meinem Gefühlsraum los? Was ist in meinem Gedankenraum los? Ne? Dass man sich dessen wieder bewusst wird. Das ist im Grunde genommen der Anfang, dass man das ganz bewusst wieder wahrnimmt. Und dann fängt man an, den Dingen ein Okay zu geben. Dass man feststellt, oh ja, da ist eine Trauer, da gehe ich nicht drüber weg und lenke mich ab oder so, sondern bestenfalls habe ich den Raum und die Zeit, mich mal kurz hinzusetzen und zu sagen, ja, ist okay, ich darf da sein. Ne? Und mal erst mal schauen und gucken, was sich zeigt. Weil ganz oft ist es so, dass sich Wissen auch zeigt in dem Moment, wo ich dem Aufmerksamkeit schenke. Also neutrale Aufmerksamkeit. Wir sagen immer, den Beobachter einschalten und vom Beobachter, von dem Zeugen raus zu schauen auf das, was da ist. Und oftmals zeigt sich dann schon ganz viel und löst sich auch ganz viel, weil da keine Bewertung drin steckt, sondern weil es einfach offen da sein darf, wie es ist. Ne? Das macht eine ganze Menge aus. Da ist wahrscheinlich wichtig, das habt ihr auch irgendwo beschrieben, dass der Beobachter jetzt nicht verwechselt werden darf mit Dissoziation. Dann bin ich nämlich völlig neutral und fühle gar nichts, sondern wie kann ich das unterscheiden? Also auf der einen Seite geht es ja darum, die Gefühle wirklich zu fühlen. Auf der anderen Seite hilft der Beobachter, das dann sozusagen nicht zu bewerten, oder? Magst du das nochmal umschreiben, wie man das unterscheiden kann? Ja, das bedarf auch Übung. Weil es ist nämlich auch oft so, dass wenn wir uns mit den Gefühlsebenen beschäftigen, dass wir da auch an unsere verdrängten Dinge und Traumata rankommen und die auch oftmals, wenn wir in diese Erfahrung wieder reinstürzen, so eine Art Stille produzieren. Eine Abspaltungsstille. Und die unter Umständen verwechseln mit dem, was wir den Zeugen nennen. Das hat vielleicht das Kind früher gelernt, zu überleben, aber jetzt geht es um was anderes. Ja, genau. Und das gibt es und
das muss man tatsächlich lernen zu unterscheiden. Da muss man aber auch wieder in diesen Spürmodus kommen, um das zu unterscheiden. Also das Spüren ist da wirklich A und O. Weil es gibt auf der subtilen Ebene wirklich doch feinste Unterschiede. Zum Beispiel eine ganz subtile Glückseligkeit ist immer da, wenn wir in der wahrhaftigen Stille gegründet sind, sage ich mal. Da ist immer Frieden und da ist wirklich Lebendigkeit, da ist eine Dynamik, da ist keine Starre, kein Unlebendigsein, wie jetzt bei der anderen Stille. Also das kann ich so natürlich unterscheiden. Glückseligkeit ist dabei, eine stille innere Freude ist immer da, die immer vor sich hin gluggert. So, ne? Und das ist bei einer, sage ich mal, Traumastille ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, diese Abspaltungsstille, das ist da nicht. Da ein ist nicht ganzheitlich gelebter Beobachter, so vielleicht? Nee, ganzheitlich klingt auch zu. Naja, es ist eine Lösung gewesen für das Kind und ist ja deshalb auch die Rettung gewesen und gut, so gesehen. Ne? Will das gar nicht negativ bewerten, nur jetzt mal, um das zu unterscheiden. Das eine ist eine lebendige Stille und das andere ist eher eine unlebendige, tote Stille, die auch in dem Moment natürlich erlösend ist, weil sie Frieden schafft, aber eben deshalb auch leicht verwechselt wird mit der Glückseligkeit. Die Frage nach dem Beobachter ist ja wichtig. Ich finde es wichtig und gut, dass du die Frage stellst. Wir haben unsere Gefühle und die sind oftmals überbordend. Und wir machen es jetzt so, wir gehen nicht in die Gefühle hinein, weil dann saufen wir ab. Der Beobachter säuft ab. Sondern wir machen es anders. Wir legen unsere Aufmerksamkeit ganz zart auf die Gefühle drauf. Dadurch bleibt der Beobachter erhalten in seiner reinen Qualität, in seiner nicht bewertenden Qualität. Das heißt, er fühlt ganz sanft mit und ist gleichzeitig so vielleicht? Ich lege die Aufmerksamkeit auf das Gefühl drauf. Ich fokussiere die Aufmerksamkeit, das ist ganz wichtig, das ist eine yogische Übung, die Aufmerksamkeit auf das Gefühl fokussieren, nicht in das Gefühl reingehen. Wenn ich reingehe, verliere ich mich. Im Laufe der Zeit wird der Beobachter immer stärker, sodass man dann auch mal das Tor öffnen kann und tiefer reingehen kann. Aber niemals so, dass ich absaufe, sondern immer so, dass ich drauf bleibe auf dem Gefühl. Und woran merke ich, dass ich mich verliere? Na, ich merke schon, wenn ich mich verliere, oder? Das merkst du. Sich im Gefühl verlieren, du wirst getriggert, zack, die Wut kommt und bam, ballerst du nichts anderes mehr. Ja, genau. Okay. Und das ist wichtig, wenn das passiert ist, dann sich mal ein paar Minuten hinterher, wenn man Zeit hat, kurz noch mal hineinzubegeben in die Situation und zu gucken, okay, was ist da genau passiert? Von oben schauen. Wirklich. Und dann aber nicht ins Gefühl abzutauchen, sondern die Aufmerksamkeit auf das Gefühl ganz zart draufzulegen. So einen ganz kleinen Millimeter Abstand zu halten. Aber doch so, dass man die Energie spürt, die da in dem Gefühl steckt. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Weil es gibt viele Lehrer, die auch andere Wege gehen, die sehr wirkungsvoll sind. Das machen wir nicht. Wir stürzen da nicht hinein, wir geben die Menschen da nicht hinein, sondern wir bringen ihnen bei, den Beobachter zu installieren. Dass der unter allen Umständen immer da bleibt. Das ist ganz wichtig zu dem ersten Schritt, wo das Merken beginnt. Du sollst merken, was für Gefühle da sind, aber du musst auch deinen Beobachter installieren, deinen Zeugen, der immer da ist, aber der so zart ist, dass er erstmal sich entfalten und entwickeln muss. Das ist ganz wichtig. Das gefällt mir gut, weil es gibt auch radikalere Ansätze, die sagen, du musst da voll durch rein, passiert alles wie von selber. Ja. Nee, Sanftheit hat auch mehr was zu tun, liebevoll zu sich selbst zu sein, zu ganz allem, was das eigene Sein ausmacht. Ja, Selbstliebe. Das trainiert auch die Selbstliebe gleich. Und da haben wir so einen schrittweisen Weg, der sehr sanft ist, das gut formuliert, Cool. Ja, und wenn wir durch alle Gefühle durch sind, fast erleuchtet sind, dann geht es noch um den Körper, obwohl wir gelernt haben, diese Stufen sind auch nur mögliche Modelle. Aber über den Körper sprechen wir in einem zweiten Gespräch. Ich danke euch sehr, das war sehr inspirierend, hat sehr viel Freude gemacht. Bis gleich fürs zweite Gespräch. Alles vielen Gute. Dank dir. Danke. Danke dir. Ja, spannend, oder? Wow. Also auch euch viel Freude schon im zweiten Teil. Gefühle und das pure Leben.